Ich begrüße Sie zur Medienkonferenz von der Zürcher Sicherheitsdirektion. Wir berichten heute über Aktuelles aus dem Asylbereich. Ich begrüße den Sicherheitsdirektor, Regierungsrat Mario Fehr, die Chefin vom Kantonalen Sozialamt, Andrea Lüberstedt, und den Chef vom Kantonalen Migrationsamt, Urs Betschart. Wir berichten über Aktuelles aus dem Asylbereich mit Zahlen, Fakten, Erkenntnissen, Entwicklungen. Und ich übergebe jetzt das Wort am Regierungsrat Mario Fehr. Besten Dank. Vielen Dank. Er ist der Daniel Winter, hat vormals bei der Gesundheitsdirektion fast das Gleiche gemacht wie da, aber nie über Asyl. Danke vielmals. Wir machen ja das alle halben Jahre. Guten Morgen miteinander, wie wir das mit einer Regelmäßigkeit machen wollen, weil wir auch die allgemeine Aufregung, die es im Asylbericht zwischendurch immer wieder gibt, ein bisschen brechen, ein bisschen Normalität herstellen. Das heisst, wir präsentieren Ihnen heute unsere Situation im Asylbereich, unsere Sicht von den Dingen, und Sie können nachher fragen und Sie können nachher aber auch alles zur Asylpolitik fragen. Wir sind nämlich zwischen diesen halbjährigen Medienanlässen ein bisschen zurückhaltender. Sollte eigentlich gehen. Ja, super. Das ist die Begrüßung, haben Sie schon gesehen, da können wir gleich weitermachen. Gut, das neue Asylsystem ist auf den 1. März 2019 in Kraft getreten. Ist ja damals ein Kanton Zürich mit einer sehr hohen Mehrheit angenommen worden. Im Juni 2017 ist das, glaube ich. Seit 1. März 2019 ist das neue Asylsystem in Kraft. Ich kann sagen, dass die Umsetzung im Kanton Zürich, besten Dank an Gemeinden, besten Dank an unsere Partnerorganisationen, die AOZ, die ORS, besten Dank an den Bund, dass eigentlich die Umsetzung im Kanton Zürich problemlos ist. Wir sind ja auch seit langem darauf vorbereitet gewesen, wie wir schon ein Testzentrum in Zürich gehabt, sodass wir das neue beschleunigte Asylverfahren sehr gut haben können adoptieren. Alle machen Ihr Job. Der Kanton Zürich nimmt auch regelmässig an einem Resettlement-Programm teil vom Bund. Aktuell ist glaube ich, das Programm mit 2000 Leuten, wo wir 17%, das sind 340, oder? 340 Leute, die nachher direkt auch Asyl bekommen. Das sehen Sie dann nachher auch in den Zahlen aufgenommen im Kanton Zürich. Das klappt tipptopp. Was neu ist, und das wird Ihnen Frau Lüberstedt nachher sagen, mit dem neuen Asylgesetz, das einerseits beschleunigt ist, auch eine bessere Rechtsstellung vom Asyl oder von den Asylsuchenden im Verfahren hat, ist die Anforderung, dass wir die Leute, die uns zugeteilt werden, nachher von Anfang an stärker integrativ fördern. Frau Lüberstedt wird Ihnen nachher aufzeigen, wie wir das machen. Und ich kann Ihnen einfach generell sagen, ich habe ja gesagt, meine Sicht von der Asylpolitik ist eigentlich relativ einfach. Jede und jeder hat das Recht, hier Asyl zu stellen. Jede und jeder hat das Anrecht auf ein faires Verfahren. Jede und jede, die hier bleiben darf, wird nach Möglichkeit integriert. Dann wollen wir noch mehr machen. Und jede und jeder, der nicht hier bleiben kann, muss wieder gehen. Das machen wir. Wir vollziehen weiterhin konsequent. Und wir haben auch weiterhin Härtefälle, die wir prüfen. Da wird Ihnen nachher der Herr Betschart sagen. Summa summarum, das ist unsere Kernbotschaft vom heutigen Tag. Wir werden können per 1. Januar 2020 die Aufnahmequote für Gemeinden auf 5 Asylsuchende pro 1000 senken, 0,5, 5 auf 1000. Das ist die Zahl, die wir auch vor der grossen Migrationsbewegung Ende 2015, Anfang 2016 hatten. Wenn wir, und das finde ich wirklich eine interessante Grafik, die Leute haben ja das Gefühl, es gäbe jetzt weniger Leute im Asylbereich. Das ist nicht so. Wir sehen da Gesamtbestände und wir sehen auch die markanten Veränderungen. Vielleicht oben links die Asylsuchenden. Wir haben 2018 in unserem Kanton Zürich fast 2700 Asylsuchende noch gehabt. Also Leute, die im Verfahren waren. Der Bund hat innerhalb von einem Jahr fast 1000 Gesuche abgebaut. Jetzt haben wir noch 1740, die im Verfahren sind. Und die Leute haben eine überdurchschnittliche Anerkennungsquote gehabt. Ich glaube, sie liegt bei deutlich über 50%. Und das sehen Sie, wenn Sie die vorläufig aufgenommenen und die Flüchtlinge anschauen.
Wir haben unten links sind die vorläufig aufgenommen. Wir haben mehr vorläufig aufgenommen und haben vor allem viel mehr Flüchtlinge als noch vor einem Jahr. Das hat zu tun auch mit diesen Resettlement-Programmen einerseits und andererseits auch, weil im Flüchtlingsbereich die Geburtenrate deutlich höher ist als im Durchschnitt von der Schweizer Bevölkerung. Und dann gibt es noch Familiennachzüge. Das sind die Gründe, dass der Gesamtasylbestand, im Kanton Zürich gestiegen ist, obwohl die Gesuche abgebaut worden sind. Also nochmal Familienzusammenführungen, Geburten und Resettlement-Programm. Das sind die drei Gründe. Bei den Nothilfebeziehenden haben wir eine konstante Zahl von etwa 650. Wir haben Ihnen das hier auch nochmal aufgezeigt. Als ich angefangen habe als Regierungsrat, haben wir etwa 1500 Nothilfebeziehende gehabt. Heute haben wir etwa noch 650. Das ist recht konstant, obwohl der Bund ständig Gesuche abbaut. Von diesen 650 sind 124 in der Haft, weil sie Gefängnisstrafen verbüssen, weil sie ausgeschafft sollen werden. Und es sind nur noch relativ wenig in den Gemeinden. Eine interessante Statistik ist auch die Tour vom Nothilfebezug. Wir haben, weil wir die aktive Härtefallprüfung durchgeführt haben, der Herr Betschart wird Ihnen nachher noch mal zahlen, sagen, wir haben über 100 Härtefälle können anerkennen im Kanton Zürich oder einen Bund vorlegen und der Bund hat es dann anerkannt, dass wir relativ wenig Leute haben, die jetzt wirklich ganz, ganz lang in der Nothilfe sind. Wir haben jetzt noch gut 50 Leute, die über 10 Jahre da sind und man kann sagen, die über 10 Jahre da sind, die sind entweder im Gefängnis, etwa ein Viertel davon, oder sie haben längere Haft- und Gefängnisstrafen bereits verbüßt. Und das ist eigentlich auch das, was man mit dem Asylsystem will. Man will viel schneller entscheiden, wer darf da bleiben und wer muss eben gehen. Und genau in dieser Linie vom Bund sind wir auch. Unsere Infrastruktur steht. Wir haben zwei Bundeszentren in Zürich und Embrach. Sie wissen, der Bund will 5'000 Plätze in der Schweiz schaffen, 870 davon in der Asylregion Zürich. Zürich, Embrach und Rümlang sind die drei Standorte. Zürich wird jetzt dann bald das neue Bundeszentrum eingeweiht. In Embrach haben wir das schon gemacht. Das sind 720 von diesen 870 Plätzen. Wir selber haben etwa 1'000 Plätze, 4 Durchgangszentren, 4 Rückkehrzentren und ein MNA-Zentrum. MNA-Zentrum im Lilienberg plus eine Aussenstelle in Zürich. Ich kann Ihnen sagen, dass wir die tiefste MNA, also Mineur non accompagné, minderjährige Unbegleitete, haben. Wir haben noch 111 im Moment. Ich glaube, zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise haben wir weit über 300 gehabt. Und man kann davon ausgehen, dass die Zahl unter 100 sinkt im nächsten Jahr, weil in den Fluchtbewegungen, die jetzt sind, hat es relativ wenig Mineur non accompagné. Das hat damit zu tun, dass die Fluchtwege sehr erschwert sind für Asylsuchende. Dann haben wir 4 Durchgangszentren und 4 Rückkehrzentren. Die Zentren sind gut ausgelastet, etwa mit 80%. Wir können darum, weil wir die Neustrukturierung früher umgesetzt haben, weil wir eine geringere Zuwanderung haben, weil wir Pendenz abgeholt haben, weil wir konsequent vollziehen und auch die Härtefallregelungen angewendet haben, die Senkung auf 0,5 auf 1'000 vornehmen, also 5 auf 1'000 Gemeinden haben. Allerdings, wenn man dann anschaut, wer sie jetzt zugeteilt bekommen, einen stärkeren Integrationsauftrag, weil jetzt vermehrt Leute zugeteilt werden, wo man davon ausgehen kann, dass sie dann auch auf lange Zeit in der Schweiz bleiben. Und da haben wir selbstverständlich einen Integrationsauftrag. Wir tun auch ständig diejenigen, die nicht erfolgreich sind in der Gesuche, die in die Nothilfe gehen, nach Möglichkeit in unsere Zentren zurücknehmen. Vielen herzlichen Dank an Gemeinden, die heute informiert werden und die einen ganz ausgezeichneten Job machen. Wir haben 162 Gemeinden, glaube ich, im Moment noch im Kanton Zürich und alle erfüllen ihren Job. Das macht mich glücklich. Noch glücklicher macht mir, dass jetzt Frau Lüberstedt darüber redet, was wir in der Integrationsförderung noch machen. Herzlichen Dank, Mario Feo. Guten Morgen miteinander. Sie hören unsere Anstrengungen, hören einerseits die Leute, die mutmaßlich in der Schweiz bleiben, da werde ich kurz referieren. Und nachher gehört natürlich die Aufmerksamkeit auch nochmal den Leuten, die man den Weg auch zurück wieder ermöglichen muss, zurück in ihre Herkunftsländer. Für die Gemeinden ist es nicht nur relevant, mit wie vielen Leuten dass sie künftig
rechnen müssen, die wir zugewiesen bekommen vom Bund und sie dann letztlich auch vom Kanton, sondern wo die Leute eigentlich auch stehen. Sie haben gehört vom Sicherheitsdirektor, dass es ein Anliegen ist, auch vom Gesamtregierungsrat, jetzt mit dieser neuen Perspektive, mit der Neustrukturierung Asyl, den Integrationsprozess von Anfang an können zu lancieren, also kostbare Zeit gar nicht erst zu verlieren. Und da ist der Kanton mit seinen Erstphasenunterkünften in einer Pull-Position, wo er auch für Gemeinden eine gute Basis legen. Seit dem Sommer tun wir unter dem Titel Integrationsagenda in der ersten Phase Angebote aufbauen, zusammen mit unserem Partner, der StauZ, der unsere Durchgangszentren betreibt. Wir verzahnen da mit der Betreuung, aber der Fokus ist, dass wir unsere Angebote im Bereich Integrationsförderung bereits in diesen Zentren verstärken. Was kann man machen in dieser ersten Phase? Also die Leute bleiben ja nicht so lange in unseren Zentren, die Flüchtlinge ein bisschen länger als vorläufig aufgenommen. Wichtig ist, dass die Leute möglichst verzögerungsfrei Basisinformationen bekommen. Wie ist denn das Leben in der Schweiz? Sie sehen den Begriff Swiss Skills. Also es geht darum, Kompetenzen zu vermitteln, Wissen zu vermitteln den Leuten, wie sie sich in der Schweiz orientieren können und bewegen. Da bauen wir ein Kurswesen auf, wo wir aber eben nicht machen mit unserem Fokus, sondern möglichst wollen schauen, was sind da für auch Personengruppen, was sind da für Familien. Und weil die Leute schneller jetzt auch zu uns kommen, noch gar nicht Gelegenheit haben, Sprache zu lernen, also Deutsch zu lernen, zum Teil ja noch nicht einmal das Alphabet auch beherrschen, machen wir die Kurse in der Muttersprache. Also wir möchten sicherstellen, dass die Informationen, die sie am Anfang bekommen, eben wirklich auch verstehbar sind für sie. Die Basisinformationen oder die Kurse, die müssen wir natürlich auch so gestalten, dass auch Leute mit kleinen Kindern teilnehmen können. Eltern mit Schulkind, das ist klar, Beschulung funktioniert, aber gerade bei Kleinkind ist dann auch die Frage, wie kann man Kinderbetreuung sicherstellen, dass man möglichst alle Leute bei diesen Basiskursen auch haben. Auch da sind wir im Moment im Aufbau und am Erproben. Nebst den allgemeinen Kursangeboten, wo es darum geht, Bildungswesen vorzustellen, aber auch, was gehört sich im Zusammenspiel mit Behörden, wie lebt man da zusammen, wie funktioniert ein Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus beispielsweise, wie muss ich mich bewegen, wenn ich eine Wohnung suche und so weiter, geben wir auch individuelle Informationen, indem wir in allen Durchgangszentren jede Woche einen Infodesk aufstellen, wo die Leute sich mit ihren individuellen Fragen, die natürlicherweise auch entstehen, auch anwenden können. Auch das soll möglichst niederschwellig sein. Die Leute sollen sich nicht scheuen, Fragen zu stellen, die für uns vielleicht ein bisschen ungewohnt sind, sondern sie müssen wirklich verstehen, wie funktioniert es in der Schweiz. Ein grosses Thema ist selbstverständlich auch Gesundheitsversorgung, dass wir ein System haben mit Hausärzten in den Durchgangszentren, mit Asylhausärzten, die spezialisiert sind. Das sind Sachen, die wir wollen am Anfang schon vermitteln. Unser Hauptziel ist eine schnellere und bessere Integration. Davon hat die ganze Bevölkerung etwas, das spart langfristig Kosten. Und für die Gemeinden ist es darum natürlich interessant, weil sie wissen in Zukunft, dass die Leute über eine Grundkompetenz und Grundwissen bereits verfügen. Uns ist klar, dass nachher in den Gemeinden natürlich im individuellen Integrationsprozess noch ganz viele vertiefende Arbeiten stattfinden müssen. Wir werden besonders Augenmerk noch einmal darauf legen, wie wir den Übergang gestalten, also von unserer ersten Phase, wo sie in unseren Zentren sind, im Kanton, und wenn sie dann in die Gemeinden gehen, was für Informationen brauchen die Gemeinden, und da sind wir an weiteren Klärungen dran. Es ist für uns auch klar, dass wir die Kurs, den Aufbau noch werden evaluieren. Wir gehen davon aus, dass wir das Kurswesen noch etwas intensivieren werden. Wir gehen auch davon aus, dass wir bei gewissen Leuten bereits Sprachförderkurs, die externe Anbieter bringen, also Alphabetisierungskurs, dass wir auch Leute schon vermitteln in externe Kurs. Vielleicht einfach einen kurzen Einblick, was haben wir denn schon geschafft, wenn ich sage, seit dem Sommer. Wir haben 8 Kurse durchführen. Ein Kurs ist 5x3 Stunden, eben zu den verschiedenen Themen, Bildungswesen, Gesundheit, Behördenkontakt und so weiter. Die haben wir in 4 verschiedenen Sprachen gemacht. Wir sehen jetzt schon, dass da auf total fruchtbaren Boden fällt. Auch die Infodesks werden rege genutzt von Kleingruppen und Familien, weil sie merken, dass wir auch ein Interesse haben, dass sie ihre Fragen stellen und auch Unklarheiten können ausgeräumt werden.
Aus unserer Sicht sind wir auf dem richtigen Weg, aber wir sind mitten im Aufbau. Ich bin überzeugt davon, dass wir nächstes Jahr zusammen mit der AOZ nochmal wesentliche Schritte machen können in diesem Bereich. Man kann sich auch sagen, dass die Aktivitäten nachher eng verzahnt werden mit den Aktivitäten von der Integration von der JODI, von der Justizdirektion, die dann ihrerseits wieder mit den Gemeinden zusammenarbeitet. Das ist eigentlich so ein Integrationsprozess, wo wir wirklich die da bleiben, auch möglichst rasch, möglichst gut wollen, integrieren. Und Herr Betschart erzählt jetzt noch, die andere Seite von der Medaille. Besten Dank, Mario Fehr. Guten Morgen miteinander. Es ist so, der Vollzug von Wegweisungen bleibt für die Kantone eine grosse Herausforderung. Namentlich die vier Länder Äthiopien, Eritrea, Algerien und Marokko nennen ja bekanntlich ihre Staatsangehörigen nur sehr eingeschränkt zurück. Der Bund ist da speziell gefordert, mit diesen Ländern Lösungen zu finden. Insbesondere erwartet man, dass innovative neue Rückkehrprogramme entstehen, dass noch mehr Leute letztlich freiwillig die Heimreise antreten. Wir im Kanton Zürich haben jetzt für die Langzeitbeziehenden, die Herr Fehr gezeigt hat auf der Grafik, also die, die schon jahrelang blockiert sind in dieser Nothilfe, haben wir ein eigentliches Case-Management eröffnet. Das heisst, seit dem Frühling führen wir die Ausreisegespräche intensiviert durchführen. Meine Vollzugsteam sind intensiv daran, die Rückkehr, die Heimreise zu thematisieren. Zudem haben wir einen Sonderberater eingesetzt, der quasi den Aussendienst übernimmt und mit den Leuten in den Rückkehrzentren reden und ihnen Beratung, Hilfe anbietet, dass sie letztlich doch pflichtgemäss die Heimreise antreten. Ich habe ein Beispiel von dieser Arbeit aufbereitet. Es handelt sich um einen angeblichen Algerier. Er hat sehr schnell im 2005 einen Nicht-Eintretensentscheid bekommen vom Bund, hat also sofort Zellen heim, ist dann aber bei uns straffällig geworden, hat müssen Strafvollzug, dann in die Ausschaffungshaft und am Schluss hat man ihn nicht können als Algerier identifizieren. Wir hätten eine Anfrage gemacht an die marokkanischen Behörden und auch das hat zu nichts geführt. Dann ist er eingegrenzt worden, er ist wieder entlassen worden aus der Ausschaffungshaft. Es war also ein langer, langer Prozess. Schliesslich ist er sogar des Landes verwiesen worden nach dem Strafvollzug und im April 2019 hat hier das Case-Management eingesetzt. Das heisst, es hat mehrere Gespräche mit ihm gegeben. Mir ist mit ihm zusammen zu der marokkanischen Botschaft auf Bern und dort haben die Marokkaner akzeptiert, dass er wieder heimgehen kann, sofern er das freiwillig macht. Der Bund hat schliesslich auf unseren Antrag hin ein Ausreisegeld bewilligt von 2'000 Franken. Und dank der kantonalen Nothilfeverordnung haben wir das noch ergänzen. Er hat eine Freiwilligkeitserklärung unterschrieben und ist ausgereist auf Marokko. Sie sehen, die ganze Geschichte hat 14,5 Jahre gedauert. Wir haben ja elektronische Dossier. Ich weiss nicht, wie dick das Dossier sonst wäre, wenn es Papier wäre. Strafvollzug war beteiligt, natürlich die Kantonspolizei, alle Behörden, Gerichte und so weiter. Und mit dem Weg haben wir, glaube ich, eine Lösung gefunden, die für ihn gut ist, aber sicher auch für uns gut ist. Wir führen diese Bemühungen weiter. Der Franz Bettig, unser Sonderbeauftragter, wird mit meinem Vollzugsteam zusammen die Arbeit weiter intensiv betreiben. Bei den Härtefallprüfungen, die angesprochen worden sind, haben wir unterdessen 150 Fälle geprüft. Das heisst, wir haben aktiv die Dossier angeschaut, ob sie Kriterien erfüllen. Und wir haben jetzt 18 Fälle in der Bearbeitung, da fehlen die letzten Unterlagen. Und wir werden also am Schluss deutlich über 110 Personen können regeln und eine Bewilligung erteilen.
Das ist quasi die andere Seite des Vollzugs. Die, die eben nicht straffällig sind, nicht renitent sind, können unter Umständen von dieser Regelung profitieren. Besten Dank. Vielen Dank. Ich komme zum Fazit. Wir waren gut vorbereitet. Wir haben die Umstellung problemlos geschafft. Wir wissen, dass seit dem 1. März 2019 wir mehr Leute bekommen mit einer Bleibeperspektive. Vorher war das alles ein bisschen ungeordneter. Dass wir vor allem am Anfang an dort, wo eine Bleibeperspektive ist, die Integrationsbemühungen verstärkt haben. Dass wir auf der anderen Seite ein Case-Management im Vollzug gemacht haben. Wenn Sie sich nochmal die Grafik vor Augen führen mit der Aufenthaltsdauer der Nothilfebeziehenden, mit den 52, die länger als 10 Jahre da sind, kann man sagen, dass alle, die länger als 10 Jahre da sind und eben nicht straffällig geworden sind, inzwischen über Härtefälle haben können gelöst werden und dass die 52, die jetzt noch über 10 Jahre da sind, keinerlei Möglichkeiten haben, dass sie einen Härtefall stellen können, weil sie einfach ein Strafregister haben, das das nicht zulässt und niemand die Genehmigung würde geben. Und dort arbeiten wir weiter mit dem Case Management. Da gibt es einen gewissen Druck auf die Leute, aber es gibt auch ein Angebot, wie wir letzten Endes glauben, dass für diese Leute die Schweiz keine Perspektive ist. Wir haben eine tiefere Aufnahmequote für Gemeinden. Das werden wir per 1. Januar vollziehen. Was sehr positiv ist, dass wir einen intensiven Austausch zwischen Bund und Kanton haben. Ohne den intensiven Austausch wäre es zum Beispiel nicht möglich gewesen, den Hassprediger auf Somalia zurückzuführen. Wir sagen, der Bund muss einen verlässlichen Partner sein und wir haben Interesse von Seiten vom Bund bekundet bekommen, dass das Case Management könnte beispielhaft sein, wie wir das machen, wo man gerade wirklich Leute, die keine Bleibeperspektive haben, die ganz lange da sind, die auch viele Probleme haben, auch Probleme verursachen, wie man für die könnte eine befriedigende Lösung finden. Wir glauben, dass es Seiten vom Bund noch mehr Anstrengungen braucht in den Ländern, die Herr Betschart erwähnt haben. Also wir können zum Beispiel auf Äthiopien keine Sonderflüge machen. Kein Sonderflug heisst, dass eigentlich nur eine freiwillige Anführungs- und Schlusszeichen Rückkehr möglich ist. Das Gleiche ist mit Algerien. Mit Algerien haben wir ein Rückübernahmeabkommen. Es funktioniert eigentlich einfach nicht. Auch dort können wir letzten Endes jemanden aus Algerien nur zurück in sein Heimatland führen, wenn er sein Einverständnis gibt. Bei Marokko gibt es eine gewisse Bewegung, da kann man auf dem Seeweg vollziehen und mit Eritrea geht gar nichts. Und die europäischen Länder sind sich ja am Überlegen, ob sie über ihre Visa-Genehmigungen etwas machen wollen. Also man redet von einem europäischen Visa-Kodex und weil die Schweiz ja bei Schengen dabei ist, wird sie sich dem hoffentlich auch anschliessen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auf so Länder wie Algerien oder Äthiopien das einen gewissen Druck kann ausüben kann. Dieser Druck wäre erwünscht, weil nochmal gesagt, die über 10 Jahre da sind, die riesige Strafregisterauszüge haben, die haben keine Bleibeperspektive. Ich glaube, wir können aufzeigen, dass wir für alle anderen, die da bleiben, unsere Integrationsbemühungen verstärken. Ich kann auch sagen, dass der Kanton Zürich weiterhin bereit und offen ist, an Resettlement-Programm vom Bund teilzunehmen. Wir wollen unseren Teil leisten zur Bewältigung von Migrationskrisen. Und ich bin jetzt gespannt, was Sie für Fragen an uns haben. Ihre Fragen. Also kommt schon noch. Keine Frage. Ja, sehr gut. Also ein bisschen losen, über die grosse Flüchtlingswelle 2015-16. Das ist jetzt die 5-Jahres-Frist, die der Bund veranzahlt. Was kommt auf den Kanton Zürich zu, nächstes Jahr oder nächstes Jahr? Also wir haben im Kanton Zürich vielleicht die Kuchendiagramme schnell zeigen am Anfang, das hilft. Oder die sprechen die Situation an. Wir haben jedes Jahr mehr Leute, weil, ich habe das gesagt, weil Familienzusammenführungen vorläufig aufgenommen. Ich könnte, glaube nach 5 Jahren Familienzusammenführungen haben, hohe Geburtenrate und Resettlement-Programm. Flüchtlinge haben wir eine ganz spezielle Situation im Kanton Zürich, weil wir für 10 Jahre den Gemeinden zahlen und vom Bund aber nur für 5 Jahre überkommen. Bei der vorläufig Aufnahme ist es anders. Da zahlt der Bund, glaube ich, 7 Jahre und wir auch 7 Jahre. Darum wäre die richtige Frage, wäre, bei den Flüchtlingen, das bleibt
Da bleiben die Kosten bei uns, wenn wir die Leute nicht integrieren können. Also ich sage immer, das sind immer Kosten, die bleiben, wenn wir sie nicht integrieren können. Also Flüchtlinge können auch arbeiten, vorläufig Aufgenommene können auch arbeiten. Und ich plädiere eigentlich dafür, dass man es prinzipiell mal als Menschen anschaut, die auch arbeiten können und nicht primär als Sozialhilfebeziehende. Das ist unsere Perspektive. Wir wollen möglichst viele Leute zusammen in die Arbeit bringen. Bei den vorläufig Aufgenommenen ist es so, dass etwa 2021 unsere Zahlungspflicht gegenüber den Gemeinden wegfällt und dann kommt das, die 15er-Bewegung auf die Gemeinden zu und die wird den Gemeinden ziemlich viel mehr Kosten verursachen. Bei den Flüchtlingen tragen wir es und bei den vorläufig Aufgenommenen tragen es langfristig Gemeinden. Ich glaube, das ist etwa die Aufteilung. Aber nochmal, ich plädiere wirklich dafür, das sind Menschen, die können und wollen arbeiten und das sollte auch unsere Perspektive sein, dass wir sie so versuchen zu integrieren, vor allem am Anfang an, dass sie nachher ein Teil von der Gesellschaft haben, wie das übrigens ganz viele Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene sind. Nächste Frage. Vielleicht noch zu den verkürzten Verfahren. Es hat ja jetzt auch schon Widerstand gegeben von linker Seite gegenüber dem neuen Asylverfahren, ja. Also Demonstrationen im Pfingstweinpark. Ja. Dort geht es ja vor allem um die Beschwerdefristen, die sehr verkürzt sind. Was haben Sie da für eine Position dazu? Also ich bin zuerst mal ein Demokrat, vor allem anderen. Und wenn das Schweizer Volk Volksentscheid fällt und das neue Asylrecht bejaht, übrigens im Kanton Zürich mit einer Zustimmung von über 70%, das war die vierthöchste Zustimmung in der Schweiz, dann vollziehen wir die demokratischen Gesetze. Und das neue Asylverfahren sieht ja nicht nur kürzere Beschwerdefristen vor, sondern was ich richtig gefunden habe, stellt dem Asylsuchenden vor allem am Anfang auch eine Rechtsvertretung zur Verfügung, die ihm hilft im Verfahren, wo vielleicht auch ihm dann und wann sagt, du wirst kein Asyl bekommen, aber wenn er Asyl bekommt, ihm auch zu seinem Recht verhilft. Und ich glaube, dass das neue Asylrecht fair ist und ich habe also ein paar europäische Asylrechte studiert und ich kenne kein faires Recht. Ich müsste ziemlich sagen, wenn es irgendwo noch jemand anders besser ist. Wenn ich Bilder aus Frankreich sehe, dann sehe ich irgendwelche Zeltcamps. Die Spanier haben jetzt ein bisschen aufgehört registrieren. In Italien würde ich ihnen gar nicht sagen, was in der Vorstädten passiert. Und ich glaube, dass die Schweiz in dem europäischen Kontext eines der anständigen Länder ist. Die Schweiz ist übrigens auch eines der Länder, die immer an den Resettlement-Programmen mitgemacht haben, was ganz viele europäische Länder nicht machen, indem sie schlicht und einfach eine Politik machen, die alle vertreibt. Also im Osten von Europa, ich meine, in Ungarn oder so, ist die Politik eigentlich einfach die weg. Und wir haben immer gesagt, wir nehmen unseren Teil, wie das, ich glaube, ich persönlich glaube ich auch, dass das Asylrecht müsste noch europäischer sein, noch müsste gerechtere Verteilungsmechanismen haben, vor allem am Anfang an. Und die Schweiz hat das immer eigentlich sich beteiligt. Von dort her, glaube ich, ist Kritik legitim, aber wenn das Volk entschieden hat, dann vollziehen wir die Gesetze, die das Volk entschieden hat. Das ist der demokratische Anspruch. Und wenn jemand das will ändern, kann im neuen Parlament ja wieder Vorstöße machen. Ich glaube, das Asylrecht wird in ganz Europa nie zur Ruhe kommen. Vielleicht noch ein bemerkenswerter demokratischer Gedanke. In vielen europäischen Ländern haben bei den Wahlen Rechtsaußenparteien gewonnen. Ich glaube, zuletzt in Thüringen, was hat die AfD? 24% gemacht. Und es gibt eigentlich ganz wenige Länder, wo es keinen so Rechtsrutsch gegeben hat in Europa. Und eines von diesen Ländern ist bezeichnenderweise die Schweiz. Kantonale und eidgenössische Wahlen hat es keinen Rechtsrutsch gegeben. Und ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, dass Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz ein Vertrauen haben in die Institutionen, dass sie das fair, anständig handeln, aber halt dann auch vollziehen, wenn jemand nicht bleiben und jemand integriert. Und ich glaube, das Vertrauen spiegelt sich auch darin wieder, dass, wenn ich es richtig erinnere, Asyl praktisch kein Thema war bei den eidgenössischen Wahlen. Von dort her, glaube ich, machen wir es einfach nicht so schlecht. Linksaussenkritik zum Trotz. Nächste Frage. Ja. Herr Betschart, wie stellen Sie sich, dass der Marokkaner, den Sie hier beschreiben, im halben Jahr nicht wieder da steht? Ja gut, das ist eine ganz berechtigte Frage natürlich. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Rückkehr relativ selten stattfindet.
Wichtig ist sicher, dass man nicht einfach nur mit Geld arbeitet und irgendwelche Summen, Fantasiesummen auszahlt, wie es zum Teil gefordert wird. Es gibt Leute, die 15.000 oder 20.000 Franken Bargeld wollen und nur den haben. Das machen wir natürlich nicht. Also es bleibt immer bei einem relativ bescheidenen Ausreise- oder Integrationsgeld. Aber es ist ganz klar, die Reisemöglichkeiten sind gut. Nordafrika ist nicht riesig weit weg. Einzig natürlich, dass wir bei solchen Fällen auch ein Einreiseverbot verhängen, das dann europaweit gilt und eingehalten wird im Schengen-Raum. Man kann auch sagen, dass die Kontrolldichte gerade im Asylbereich dicht ist im Kanton Zürich. Also die Kantonspolizei macht viele Stichproben. Und wir haben bis jetzt nicht feststellen, dass die Leute auch wieder zurückgekommen sind. Oder Sie müssen sich das auch als einen längeren Prozess vorstellen. Also das ist jetzt ein sehr langer Prozess. Aber es gibt eigentlich keinen kurzen Prozess. Es kommt jemand und dann ist es ein langes Abweg und hin und her. Und wenn er sich dann mal entschließt, auf Marokko oder Algerien zurückzukommen mit dem Geld, das übrigens also 2000 Franken ist, glaube ich, fast ein Jahressalär unter Umständen für jemanden, dass er dann einmal eine Weile bleibt. Und das ist ja auch eigentlich unsere Hoffnung, dass er dann in seinem ursprünglichen Heimatland wieder Fuß fassen kann. Das kantonale Sozialamt überstecken kann ich vielleicht noch etwas dazu sagen. Es ist voll von Bildern aus Afrika, wo Leute mit dem Rückkehrgeld einen kleinen Laden aufgemacht haben. Vielleicht hast du... Genau, im Rahmen unserer Rückkehrberatungsaktivität erarbeiten wir mit Leuten, die zurückgehen wollen, auch Projektideen, damit sie ihre Existenz in ihren Herkunftsländern auch wieder decken können. Tatsächlich immer ganz viele positive Beispiele. Also gerade letzte habe ich einen Bericht bekommen von einer Frau, die eine Wäscherei konnte aufziehen. Und da glaube ich einfach, sind nebst dem finanziellen, also monetären Anreiz auch ganz wichtig, dass die Beratungsleistung auch noch erfolgt. Wie viel Ausreisen dass das waren in dem Jahr, wo wir so finanzielle Anreize geschaffen haben? Es sind etwa 20 jetzt, seit dem Frühling, ja. Letztes Jahr hat es aber auch gegeben. Genau, aber seitdem, als wir das Case Management einführen, wir haben letztes Jahr angefangen, haben etwa 10 Fälle durchgespielt. So, und die Nothilfeverordnung ist jetzt angepasst und man kann die Gelder ergänzend zu den Bundesleistungen kantonal aussprechen. Wobei das sind jetzt wirklich Case Management, das sind Leute, die in der Regel sehr lange da sind, ich sage mal, eine sehr schwierige Biografie in der Schweiz, und daneben gibt es den normalen Fall, den wir nicht registrieren, und wir wissen oft auch nicht genau, was ist jetzt am Schluss wirklich ist es ein bisschen der Druck, den jemand hat, Perspektivlosigkeit, ist es ein Angebot, das wissen wir nicht immer, aber die Case Management, da muss man einfach wissen, es ist nicht nur für die Leute keine Perspektive da zu sein, sondern auch für uns nicht. Wir haben, beide haben nur Ärger miteinander. Und das sind 20 Glücksfälle für beide Beteiligten. Wir haben ja seit dem 1. März auch noch die Asylverordnung im Kanton Zürich geändert, dass wir quasi zum Bundesgeld noch etwas draufgeben können. Aber sie können davon ausgehen, wir geben immer nicht so viel Geld, dass jemand wieder die Reise in die Schweiz finanzieren kann. Ich würde sagen, die kostet heute etwa 5'000-7'000 Franken. Also sie kommen nicht so viel über, dass sie wiederkommen. Also der Fall, jetzt, den Sie hier schildern, hat vom Bund dann auch noch Geld bekommen? Vom Bund hat er 2'000 Franken. Genau. Überkommt noch Kanton ein bisschen von uns. Ja. Also vom Kanton 2'000 und vom Bund 2'000, oder? Insgesamt? Ungefähr, ja. Ungefähr das. Es sind noch materielle Leistungen gewesen. Ja. Das kommt auch nicht in die Schweiz über, kommt ein Teil in die Schweiz über und der grösste Teil dann von der Schweizer Botschaft in Casablanca. Das ist eine Verhandlungssache oder ist das fix 2000? Das ist Verhandlungssache. Es ist ganz individuell. Es gibt nicht einfach den Katalog, den man auswählen kann, sondern das wird im Gespräch entwickelt. Der Bedarf wird abgeklärt in besonderen individuellen Situationen. Aber wenn Sie die Geschichte anschauen, von 14 Jahren in der Schweiz, und was das für Leiden für ihn, für uns, für Kosten verursacht hat, ist das sicher für alle die beste Lösung. Ja? Ich habe eine Frage an die Frau Liebestedt zu diesen Swiss Skills Kurs. Sind die obligatorisch? In welchen 4 Sprachen sind die durchgeführt worden? Und kann man etwas zu den Kosten sagen?
Im Aufbau können wir die Kosten noch nicht abschliessend umreissen. Es ist ja so, dass ja alle Kantone vom Bund neu für jeden Entscheid eine verdreifachte Integrationspauschale bekommen. Und der Regierungsrat hat eigentlich wie so ein Mixkonzept gemacht. Und das, was in die erste Phase fließt, das, was ich Ihnen skizziert habe, das ist der bescheidene Anteil. Das, was dann nachher Gemeinden noch finanzieren müssen, das sind dann so berufliche Integrationsprogramme. Das ist dann viel der grössere Kostenblock von diesen rund 18'000, die Kantone pro Entscheid bekommen. Also insgesamt unser Paket für die erste Phase gehen wir im Moment davon aus, dass wir zwischen 5% und 10% von dieser neuen 18'000er Integrationspauschale beanspruchen müssen. Das ist allerdings eben auch ein bisschen abhängig, das ist ein Kurswesen, oder? Da kann man nicht immer sofort auf die Zuwanderungszahlen anpassen. Aber eben, wir befinden uns im Aufbau und müssen natürlich auch noch ein bisschen modifizieren. Ich muss aber sagen, die Swiss Skills Kurs haben wir schon gemacht, beispielsweise für Resettlement-Flüchtlinge. Also wir fangen nicht bei Null an. Wir müssen schauen, jetzt sind wir so ein bisschen eine andere Zusammensetzung. Eben gerade zum Beispiel, in welchen Sprachen können wir das anbieten. Wir sagen im Moment, dass man ab 4 Personen so einen Kurs kann vertreten kann. Also eben 5 mal 3 Stunden, etwa ab 4 Personen, die die gleiche Sprache reden. Im Moment ist es so, dass man vor allem mit dem arabischen Kurs gemacht. Farsi, genau, haben wir auch. Und Kurdisch haben wir gemacht. Genau. Sonst ist auch, ich habe gesehen, der Thomas Schmutz von der AOZ da, der das sehr eng begleitet hat jetzt auch, und den Aufbau auch weiterhin wird begleiten. Allenfalls kann er Ihnen nachher auch noch, so ein bisschen, noch viel illustrativer als ich noch schildern, was die AOZ erlebt hat jetzt in der ersten. Eben, sind die obligatorisch? Das ist eine Excuse, ich wollte das nicht unterschlagen. Im Moment merken wir, es ist gar nicht nötig, ein Obligatorium auszusprechen. Also es ist schon ein echtes Bedürfnis der Leute. Ich habe noch keinen Fall gehört von jemandem, wo wir jetzt finden, der müsste unbedingt gehen. Aber es gibt auch achtenswerte Gründe. Oder? Also, gerade bei den Kleinkindern ist auch immer die Frage, getrauen sich die Mütter, das Kind in Obhut von jemand anderem zu geben? Ich würde jetzt im Moment nicht von Obligatorien reden, sondern ich bin überzeugt, dass unser Angebot generell einfach auch Bedürfnisse sehr gut aufnimmt. Sie haben dich quasi übergangen, Entschuldigung. Schon gut. Sicher. Es hat 150 Überprüfungen von Härtefällen gegeben. Und da bestehen gute Chancen auf eine Aufenthaltsbewilligung, wenn, haben Sie gesagt, wenn die Personen nicht straffällig geworden sind. Das heisst, es sind auch Sans-Papier darunter. Und Sans-Papier sind ja per se straffällig geworden, weil sie keinen Status haben. Und sind die, wenn es Sans-Papier hat, sind die alle abgewiesen worden? Also es gibt mal. Das ist mal Frage. Also das ist, was sind Sans-Papiers, oder? Also in der Sans-Papiers-Studie vom Bund sind Sans-Papiers einfach alle, die in der Schweiz sind, die kein Papier haben. Und dann gibt es Sans-Papiers aus dem Asylbereich, wir reden nur über die. Dann gibt es Sans-Papiers, die zum Beispiel Visa-Overstayers sind. Dann gibt es Sans-Papiers in dem klassischen, engen Anerkennungsmöglichen Fall, wie das der Bund macht. Wir reden nur über abgewiesene Asylsuchende. Es sind nur über abgewiesene Asylsuchende. Die Tatsache, dass sie sich da aufgehalten haben und damit gegen das Ausländergesetz verstoßen haben, ist irrelevant. Irrelevant. Man redet, wenn man die Grafik anschaut mit denen, die über 10 Jahre da sind, die 52, die haben alle Gefängnis- und Haftstrafen gehabt. Wegen allen möglichen Delikten. Die sind alle irgendwann einmal im Gefängnis gewesen. Alle. Ein Viertel von ist im Gefängnis und die anderen sind irgendwann mal gewesen. Und wenn man die Straffälligkeit hat, dann hat man null Möglichkeiten, vom Bund anerkannt zu werden. Das heisst, die Grafik würde gerade im Bereich von 6-7 Jahren an, sage ich jetzt mal, oder von 6-7 Jahren, hätte die 100 verteilen sich auf von 6-7 Jahren her über die ganze Palette. Und wir haben eigentlich die zum System können ausnehmen können, die eine Möglichkeit hatten, eine Anerkennung zu bekommen. Aber jetzt ist fertig. Die da sind, haben keine Chance. Da können wir nur noch Case Management machen. Aber das ist, also ich meine, das ist jetzt wirklich, finde ich, eine sehr gute Aktion gewesen. Man kann kritischerweise auch sagen, wir hätten sie schon 3 Jahre voran können machen, aber dann wären ganz viel gar noch nicht drunter gekommen, weil es die 6-7 Jahre noch nicht gegeben haben. Aber einfach die ganze Grafik hat sich, wie soll ich sagen, wie verflacht hinein, indem wir jetzt wirklich nur noch die über 10 Jahre da haben, die keine Bleibeperspektive haben. Thank you.
glaube einfach wichtig, ausschließlich Asylbereich, abgewiesene Asylsuche. Ja. Nächste Frage. Nur zu. Noch Abschlussfrage zu den Swiss-Skills-Kursen. Wenn die in der Muttersprache oder in der Heimatsprache stattfinden, wie wird die Qualität sichergestellt, was da vermittelt wird? Das sind natürlich fixe Konzepte, die wir erarbeitet haben, und das ist geschultes Personal. Und da schauen wir natürlich schon darauf, dass die Informationen auch korrekt sind. Das sind konkret Angestellte von der Asylorganisation Zürich, die auch schon eben Erfahrung haben, mit Flüchtlingen in diesem Bereich zusammenzuarbeiten. Wieso müssen wir jetzt alle machen? Ich habe Frau Lübe, ich denke, sie wollen Frau Lübe fragen, ob sie Farsi redet, aber ich glaube, es macht. Sie lehrt. Nein, sie lehrt. Ihnen da? Das ist übrigens interessant. Nein, die Frage ist übrigens spannend. Ich war mal in Dreiskirchen in Österreich. Das ist das grösste Camp in Österreich mit einer Aufnahmekapazität von, glaube ich, 1700 und Ende 1520, glaube ich, 4200. Die haben wirklich quasi vom einzelnen Hausbetreuer bis ganz in die Führungsspitze haben die Afghanen, die ein Bleiberecht haben in Österreich, haben wirklich eine durchgehende Farsi-Kette, weil Österreich viel, viel mehr Afghanen bekommt als wir. Die haben ein Urteil vom höchsten Gericht, so wie wir eins haben, für die Eritreer. Also normalerweise ist die erste Anlaufadresse für Afghanen ist Österreich. Oder? Und die haben das wirklich durchgehend, da redet bis hoch auf alle Farsi. Und wir haben am Anfang wirklich, am Anfang hat man wirklich das Problem, dass man fast zu wenig Leute hat, die Sprachkompetenz haben. Aber ich weiss nicht, Thomas, vielleicht kannst du etwas sagen, und das kommt jetzt langsam, oder? Sag doch du etwas. Der wichtigste Hinweis ist, dass wir auch Überstädte haben. Die sind geschult, die Leute tatsächlich. Sie kommen sehr oft aus diesen Ländern, oder, wo sie jetzt den Leuten davon auch eben schulen oder bei diesen Integrationsinfodesk beraten, aber dann ist man über längere Zeit in einem intensiven Austausch und da geht man davon aus, okay, da kann man eigentlich 99% sicher sein, dass sie Sachen sagen, die sie sollen sagen. Aber es ist ja so, es ist richtig, wir haben nicht die ganze Zeit jemanden da, der das alles auch versteht, was sie sagen. Und Lehrmittel haben wir auch noch keine. Abgenommene Lehrmittel haben wir auch noch keine. Genau. Haben Sie noch Fragen? Gut, dann gehe ich davon aus, dass Sie zufrieden sind mit den Auskünften, die wir Ihnen können erteilen konnten. Und wenn Sie noch individuelle Fragen haben an Frau Lübersteht, an Herrn Betschart, an Herrn Schmutz selbstverständlich, auch dann können Sie das sehr gerne machen. Auch wenn Sie so Fragen an mich haben. Damit würden wir die Pressekonferenz schließen. Danke vielmals für Ihr Interesse.